Herzlich willkommen in der Landfunkschule Feckenhorst. Und ich muss sagen, wenn ich hier so in den Saal schaue, das tut einem richtig gut, in einen so vollbesetzten Saal hineinzuschauen. Vor kurzem hatten wir eine Veranstaltung mit dem Thema die Eschatologie bei Karl Rahner unter besonderer Berücksichtigung der Theologie von Karl Barth. Da waren nicht halb so viele Leute hier. Das gibt einem schon zu denken. Und was soll ich sagen? Zeit verrennt, Zeit rast dahin. Jetzt haben wir schon bald Anfang September, Ende August. Heute Nachmittag hatten wir noch Montag, jetzt haben wir schon Freitagabend. Also die Zeit, sie rennt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Jahresbeginn, an Neujahr, Silvester, Neujahr erinnern. Ich schon. Ich hatte mir an Silvester vorgenommen, gute Vorsätze passt man da ja, dass ich in diesem Sommer alle meine Schulden bezahle. Aber ich sage es mal ehrlich, hatten wir einen Sommer? Ja, heute Abend, also Freitagabend, und ich muss gestehen, ich bin schon ein kleines bisschen stolz, dass uns das gelungen ist, ihn hierher nach Feckenhorst zu locken. Denn ich habe mal dann so den Tourneeplan geguckt, der war jetzt, glaube ich, Kassel-Baunatal, war am Sonntag. Morgen fährt er dann von hier aus weiter nach Berlin zu den Wühlmäusen. Ja, und da macht sich eigentlich Feckenhorst in dieser Kette der Veranstaltung eigentlich ganz gut. Und ja, ich denke, dass Sie alle, genauso wie ich, gespannt sind auf das, was er uns jetzt präsentieren wird. Da steht es, nur das Beste, ja, das Beste aus 30 Jahren. Und Sie werden sicherlich sehen und hören und erleben, dass er nicht umsonst als ja, der Entertainer, der Schauspieler unter Deutschlands besten Kabarettisten bezeichnet wird, mit vollem Recht. Und ich glaube, die Bühne lässt schon ein bisschen etwas erahnen, was er uns heute Abend präsentieren wird. Wenn ich das richtig sehe, ich müsste eine Korrektur bekommen, wird zunächst Thomas Freitag beginnen, dann gibt es eine Pause, ne? Und dann kommt das nochmal. Also das ist, im Grunde ist das Programm unterteilt in drei Teile, Teil A, Teil B, Teil C. Teil A ist der, heißt deshalb A, weil er jetzt gleich anfängt. Ne? Teil B ist, weil es dann die Pause ist. Und Teil C ist, weil er dann nachher nochmal drauf zurückkommt. In diesem Sinne, Ihnen einen wunderschönen guten Abend und begrüßen Sie Thomas Freitag. Das ist doch Wahnsinn! Hören Sie mal, das ist doch fast 40 Jahre her! Mein Gott, wie viel Nachweis für die Rentenversicherung brauchen Sie denn noch? 1972? Woher soll ich denn wissen, was ich Anfang April 72 gemacht habe? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Null, niente, nada. Richten Sie das bitte Frau Merkel aus. Hören Sie mal, ich bin jetzt fast 60. Wissen Sie, was das heißt? Du behältst das Proletariat, jetzt ist rum. Da weiß man nicht mehr, wo man zu jedem Zeitpunkt sein Leben war. 1972, mein Gott, ich bin gestern Morgen wach geworden und konnte mich nie mehr erinnern, wo ich vorgestern Abend war. Wie soll ich da wissen, was ich Anfang April 2020? Ja, ich weiß, Sie sind nicht zuständig. Sie sind nur der Frau beim Kanzleramt. Ich will ja auch nur, dass Sie der Frau Merkel ausrichten, Thomas Freitag weiß nicht mehr, was 72 war. Und er will auch keine Briefe mehr von dieser Rentenanstalt bekommen. Sagen Sie das. Von mir aus könnte meine Rente einbehalten und zusammen mit dem Ackermann meinem nächsten Geburtstag versorgen. Ja, ich will nichts mehr hören, Schluss, aus, Ende, nada, wiederhören. Boah, ich werde doch wahnsinnig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit Monaten nervt mich jetzt diese deutsche Rentenversicherung. Ich komme ja nun demnächst auch ins Rentenalter. Ja, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo Sie unglaublich mit dem Kopf schütteln. Und sagen, was, Herr Freitag, aber doch nicht Sie. Ich glaube, wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Ich werde den Satz nochmal sagen. Wir probieren das. Ich komme aus dieser Diagonale und sage, ich komme ja nun demnächst auch ins Rentenalter. Freckenhorst bei Warendorf. Die Oase der Menschlichkeit in dieser alten Welt. Sozusagen der Dalai Lama als Dorf. Gut, meine Damen und Herren, Sie wissen ja jetzt, je näher man der Rente kommt, umso mehr nerven die dann. Ja, ich habe nachgezählt, 200 Stück. 200 Briefe habe ich im Laufe meines Lebens bisher von dieser Rentenversicherungsanstalt bekommen. Ja? Ich hätte für mein Alter mehr Kohle, wenn die mir statt der Rente einfach nur das Porto überwiesen hätten. Ja? Aber das ist ja dieser Wahnsinn in Deutschland. Dauernd will der Staat von einem. Schauen Sie mal,
bei mir zu Hause im Keller, da habe ich in all den Kartons und Kisten, ja, und da über all die Jahre alles fein säuberlich und ordentlich reingekübelt, ja, Behördenbriefe, Zahlungsnachweise, Rechtsbelehrung, ja, Bescheid über Krankenkassengebühren, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren für die das Geld für den Müll ansammeln, die GEZ, nicht? Also ein ganzes Leben, ein Zettel, das ist doch Wahnsinn. Deswegen in Deutschland ja auch nichts mehr vor, ja? Weil wir ständig nur mit einer blöden Bürokratie beschäftigt sind. Wir haben in Deutschland über 40.000 Gesetze zur Rentenversicherung, 200.000 Steuergesetze, dazu noch 50.000 EU-Richtlinien, ja? Gesetze zur Altersversorgung, zur Mineralölsteuer, zur Milchquote, zur Diskriminierung von sexuellen Minderheiten. Ja. Und das soll doch demnächst auch noch miteinander kombiniert werden. Dann dürfen Bauern, die im Rentenalter sind, steuerfrei tanken, wenn sie auf dem Weg zum Melken sind und der Tankwart schwul ist. Ich meine, das ist die Handlung. Du fasst es nicht, ständig. Ständig diese Bürokratie. Ich habe neulich gelesen, eine 105-jährige Frau aus Böblingen hat doch tatsächlich einen Bescheid zur Einschulung bekommen. Das stimmt wirklich, ja? Ja, das stimmt, weil die Computer nur bis 99 rechnen können, ja? Damit auch null umspringen. Ja? Die hat 3 Briefe bekommen, sie möge sie bitte mit der Schulführung in der Grundschule. Erst einmal Schluss. Ne? Und auch nur, was ihre Eltern beschwert haben. Ich meine, das ist ja. Es ist nicht zu fassen, wirklich. Wir haben in Deutschland immer mehr Arme. Unser Staat ist geradezu obszön verschuldet bis unter die Brustwarzen. Unsere Schüler sind doof wie Laminatpaneelen. Und was macht diese Bundesregierung? Gewährt mit unseren Steuergeldern Boni für Banker, die diese nicht annähernd verdient haben. Geht mit jedem Energielobbyisten ins Bett, wann immer der das will. Brechen die Mehrwertsteuersätze für Hotelzimmer und schlachten Nebenerzeugnisse von Bibern, Fröschen und Schildkröten. Natürlich, dazu gibt es ungelogen Gesetz. Schlachten Nebenerzeugnisse von Bibern, Fröschen und Schildkröten. Oder wie man bei der Deutschen Bahn sagen würde, Chili con carne. Das ist nicht zu fassen, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Freitag, Sie können im Versicherungsverlauf Ihrer Ausbildung leider nicht lügenlos nachhalten. Na und? Wir haben seit 2 Jahren eine Bundesregierung, in der konnte bislang keiner irgendeine Art von Ausbildung nachweisen. Und? Wird denen jetzt die Rente gestrichen? Schreibe ich Ihnen jetzt Briefe? Was ist die Ausbildung? Was ist die Ausbildung? Was ist die Ausbildung von Leuten, die für jede weiterreichende Entscheidung, die sie fällen müssen, einen Sachverständigen, einen Experten, einen Arbeitskreis, einen Ausschuss oder eine Ethikkommission berufen müssen, weil sie selbst heillos überfordert sind? Eine Ethikkommission zur Bewertung der Atomkraft. Hallo? Seit Tschernobyl und Fukushima muss man doch kein Meisterkoch mehr sein, um zu merken, wenn ein Schlitzen angebrannt ist. Brauchen wir denn immer erst einen Super-GAU, um zu merken, dass etwas passiert ist? In der Finanzpolitik passiert doch der gleiche Käse. Frau Merkel fliegt zu Herrn Sarkozy nach Paris, beide machen den Geldbeutel auf und feststellen, dass nichts drin ist. Dann fliegt Herr Sarkozy zu Frau Merkel nach Berlin, beide machen den Geldbeutel auf, dass nichts drin ist. Ja, was ist denn das für ein Kinderspiel? Das erinnert mich immer ein bisschen an die beiden Polizisten, die in Hamburg auf St. Pauli ja, ein von Albanern geführtes Bordell besuchen. Klingeln und rufen, ihr nehmt aber auch Kondome, ja? Also was ist jetzt die Alternative? Ihr habt einen Super-GAU, was ist die Alternative jetzt für die Energieversorgung? 20% etwa fallen aus durch die Kernkraft, also was ist die Alternative? Meine Damen und Herren, wenn Sie früher zum Beispiel mit dem Fahrrad gefahren sind, dann wurde ja das Licht, was aus dieser Lampe da vorne kam, mit ihrer Pedalkraft gespeist. Ich meine, was hindert Sie daran, wenn Sie heute nach dieser Veranstaltung wieder auf Ihr Zimmer gehen? Und im Fernsehen sich noch was anschauen wollen, sich auf diesen Heimtrainer zu setzen und so lange zu treten, bis ein Bild kommt. Ich meine, was hindert Sie daran? Ja? Sie bleiben fit, ja, sparen die Kosten des Fitnessstudios, bleiben gesund, senken die Kosten im Gesundheitswesen, sind umweltfreundlich. Ich meine, ja, wenn es Ihnen zu viel wird, meine Damen und Herren, dann rufen Sie in irgendeinem Jobcenter an in Deutschland und holen sich einen Hartz-IV-Empfänger. Ich meine, die müssen natürlich sowieso für alles herhalten in Deutschland, ja. Ja, und da tun sie was für die Statistik, nicht den 1 Euro können sie von der Steuer absetzen. Und der Hartz-IV-Empfänger hat auch noch was davon. Da kommt man unter Leute. Ja, schont seine Wohnung, ja, raucht weniger, trinkt weniger. Und wenn sie das richtige Programm einstellen im Fernsehen, tun sie sogar noch was für seine Bildung. Ich meine, das ist nicht so profan. Nein, das ist nicht so profan. Wir können den Gedanken sogar noch weiterspinnen. Demnächst wird es ja mit dem Öl, wird es ja irgendwie Schluss sein bei uns. Ja? Ich meine, also wo nehmen Sie den Strom her für Ihr Elektroauto, was Sie sich dann kaufen werden? Ja? In Ihrer Garage ist Platz für mindestens 6 Heimtrainer. Damit sind Sie schon ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Steuergegünstigt. Zu profan? Nein. Das ist nicht profaner als das, was uns die Politiker jeden Tag verklopfen wollen. Nein, das ist wirtschaftspolitisches Denken. FDP. Brüderle.
einer. Wirtschaftsminister ade. Rainer Prüdele, Wirtschaftsminister. Wissen Sie, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich immer gedacht, der Franz Josef Strauß hätte gesagt, mein Gott, nur weil der Oberminister 60 geworden ist, macht man nicht so einen Bischof. Ich meine, was soll denn das? Rainer Prüdele, Wirtschaftsminister. Das ist doch nicht zu fassen. Der hat sich doch tatsächlich nicht geschämt, sich diesen ominösen Aufschwung, der da durch Deutschland gebabert hat. Ja? Den hat es ans Revers hier packen wollen. Der hat diesen Aufschwung, also dieser ambivalente Aufschwung ist allenthalben das Verdienst des deutschen Arbeitnehmers, ja, durch jahrelange Lohnzurückhaltung, ja, Lohnverzicht, Kurz- und Leiharbeit, aber nicht von Herrn Prüdele. Gut, ja, danke. Gut, jetzt ist ja dieser Mann Fraktionsvorsitzender in der Splittergruppe im Bundestag und an diesem Palmen könnt ihr sehen, was die FDP vom Wirtschaftsministerium hält, nämlich nichts. Das ist auch gut so, denn Otto Graf Lambsdorff war auch Wirtschaftsminister, der war vorbestraft. Also gut, es bleibt alles in der Familie. Dabei ist dieses Ministerium doch, ich meine, das wäre doch das Zukunftsministerium. Das ist auch, wenn auf den Finanzmärkten auch ein Super-GAU dann endlich zustande kommt, ja, und wir vielleicht mal darüber nachdenken müssen, ob wir im richtigen Wirtschaftssystem ticken, ja, dann ist das Wirtschaftsministerium das wichtigste Ministerium, das innovative wichtigste Ministerium. Aber so viel Fantasie haben die wahrscheinlich nicht, diese wachstumsgläubigen Politiker. Ja? Deswegen ist Herr Rösler ja auch vom Gesundheitskasper jetzt zum Wirtschaftskasper mutiert. Ja? Vorher, das ist auch nicht schlimm, ich meine, das eine konnte er nicht richtig, von dem anderen muss er nichts verstehen. Ich meine, das läuft alles. Das ist doch unglaublich. Also wenn man sich diesen Postenschacher anguckt, ja, dann würde ich sagen, also Leute, die mit ihrem Mandat solchen Postenschacher betreiben, sollten eigentlich den Hut nehmen. Aber dieser Satz kommt zum Beispiel bei Herrn Westerwelle überhaupt nicht an. Er glaubt ja immer noch, er wäre in den Fußstapfen von Hans-Dietrich Genscher unterwegs. Ich glaube, die Aktien, die der damals unter der Schuhsohle hatte, da ging es gar nicht um Prozente. Das war die Schuhgröße. Das Einzige, was der bisher hervorgebracht hat, ist eine Ausstiegshilfe für Taliban vorzuschlagen. Ja, Taliban, die der Gewalt abschwören, sollen in Zukunft Geld und Ausbildung zu erhalten. Seitdem lassen sich ja tausende Deutsche zu Taliban umschulen. Für Hartz-IV-Empfänger endlich meine Gelegenheit, auch von der FDP Geld zu kriegen. Aber ich nehme mich nicht an diesem Westerwelle, auch an diese ganze Regierung, das ist zum Davonlaufen. Also der Ramsauer Verkehrsminister, das ist auch so. Ich meine, da hätten wir gleich den ADAC mit einem Kabinettstisch bitten können. Der ist eine innovative Kraft. Hören Sie mal, die spüre ich in jeder Autobahnbaustelle. Und zwar je länger die wird, umso mehr spüre ich die innovative Kraft von Herrn Ramsauer. Ja? Das läuft bei mir über den Rücken ab. Ja? Unglaublich. Thomas, nämlich sehr verteidigt. Gut, da kann man noch nichts sagen. Der ist noch zu kurz im Amt. Sein Vorgänger hat noch zu viel gesagt. Nicht den von und zu, der geht jetzt nach Amerika. Ne? Ich bin mal gespannt, was er bei der Einreise in das Kästchen Profession einträgt. Lichtgestalt, Blender, Leibeigner von Kai Wiedmann, Witzhalt und Heißdecker. Also jedenfalls, wie gesagt, aber der Hammer, hören Sie mal, der Hammer ist ja unsere Familienministerin. Also boah, das ist ja also diese geballte Kompetenz da auf zwei Beinen. Also dieses Retortenbaby von der hessischen CDU. Ja, als man zum ersten Mal nach Berlin kam, nachdem die Merkel sie angerufen hatte, da hatte er noch die kleine gelbe Tasche, wo der Lufthansa auch hängen darf. Allein weil sie wieder immer. Gut, die Köhler war anders. Die hat ja sofort geheiratet, heißt jetzt Schröder, ist ein großer Name in Deutschland, Schröder. So ein großer Name in Deutschland, ja. Und das Einzige, was die doch befähigt ist, weil sie aus Hessen kommen, ist Ihnen das übrigens schon mal aufgefallen, es muss in einem Bundeskabinett immer ein Minister aus Hessen dabei sein. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Immer ein Minister. Das scheint mir so eine Art intellektuelle Schwerbeschädigtenquote zu sein. Ich meine, gut, die Köhler, die auf Zack, die hat durch die Haare und sie kriegt ja jetzt ein Baby, nicht? Und da kommt was auf uns zu. Ich meine, sie hat es bekommen, was rede ich da? Sie hat es bekommen und da kommt was auf uns zu, ja? Eine Ministerin mit Baby und so weiter. Also mit so einer PR-Aktion holt man diese Regierung aus jedem Tief, ja? Ich sehe die doch schon, wenn die Spielzeit anfängt, jetzt im September im Bundestag, ja? Die neue Spielzeit, ja? Die vorne in der Regierungsbank sitzt mit dem kleinen Blatt, nicht? Und still, nicht? Ja, und wenn sie mal als Rednerpult muss, dann übernimmt die Merkel, nicht? Also, das Reine wächst auf im deutschen Parlament, lernt laufen und sprechen, nicht? Und rast mit dem Bobbycar durch den Reichstag, nicht? Und ruft, Mami, Mami, ich komme zu dir, und dann will ich mit Herrn Blöd spielen, nicht? Und die Schröder sagt, ja,
komm. Aber das ist nicht ein Blöd, das ist unaprofaler. Alle kümmern sich um das Kleine. Der beste Welle bringt ihn Englisch bei. Wenn er mal verhindert ist, übernimmt Günther Oettinger. Also, FDP-Minister verbrüdern sich praktisch mit dem Kleinen. Ich meine, klar, seit der Mövenpick-Spende weiß man ja, dass sie alle selbst die Kinder ticken. Nicht? Also für Mais machen die alles nicht. Und die CSU-Minister bringt dem Kleinen dann noch bei, mit 5 Promille noch Auto fährt. Ich sage, bei der Erziehung, sie da, ach, da reift der nächste Bundeskanzler an. Das kann ich aber sagen. Obwohl, wir sind ja versorgt. Wir haben ja eine Bundeskanzlerin. Nichts erzählt, ne? Man hat sie ja sogar neulich als Teflonpfanne bezeichnet. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe immer nur gedacht, Gott, vielleicht nimmt sie eines Tages die Perücke ab, es war doch Günter Wallraff. Aber im Grunde wissen Sie, im Grunde ist es sowieso ganz erwischt, wer in Deutschland was wird. Ja? Ich meine, ja, ein Land, das alle Lebensfragen wirklich nur noch über Kohle definiert, da ist es wirklich wurscht, wer hier was wird. Ich meine, das hatten wir auch zum Beispiel bei der Wahl zum Bundespräsidenten gesehen. Ja, der Mann von der Staatssparkasse ist gegangen und der von Hamburg-Mannheim ist gegangen. Das ist doch sowas von Nese langsam, also wirklich unglaublich. Ach, doch mal, mein Gott, was wollen die denn? Ich habe doch eine Ausbildung gemacht, das weiß ich doch genau. Ich habe 72 eine Ausbildung gemacht. Ganz genau, ich weiß es noch deswegen, weil 72, da waren die 68er gerade gewesen. Meine beiden Eltern und Brüder waren da schwer aktiv, ja, stumm und dran. Da wollte ich auch halt hinten anstehen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, Papa, Mama, ich will es auch wissen, ja. Ich will auch in eine radikale Organisation mit zügelloser Moral und freier Liebe ohne Kontrolle. Ne? Aber mein Vater sagte, nein, du kommst mir nicht aufs Jesuiteninternat, du. Du hast keine Ausbildung bei der Bank, ne? Sonst bin ich Bankkaufmann geworden. Ja? Ich weiß, damit ist man heute unten durch, zu Recht. Denn was ist der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus? Nicht im Sozialismus erst verstaatlicht und dann ruiniert. Nicht? Also, aber wissen Sie, als ich meine Banklehre war, da waren die Zeiten noch nicht so, ja? Da standen die Gangster noch auf der anderen Seite vom Schalter. Und die Mitarbeiter waren wesentlich freundlicher als die heutigen Automaten. Nicht? Also, wenn eine ältere Dame in den Schalter kam, dann hat mir den Überweisungsträger, so hieß es damals, den Überweisungsträger, hat man ja ausgeführt, ich eine Mark Taschengeld für den Enkel. Nicht? Wenn der Enkel dann über die Schweiz nach Italien Urlaub gefahren ist, durch Österreich zurück, dann hat man diese Mark auch auf die drei geteilt, den Schweizer Franken, Lire und Schilling. Ja. So waren wir damals zu den älteren Herrschaften. Was machen die Banken heute mit? In Köln, meine Nachbarin, die Frau Huber, die ist 86, ja, der hat eine Bank doch tatsächlich einen Millionstanteil an einem Öltanker in Panama angetreten. Meiner Frau Huber. Die besitzt jetzt 1 Millionstel Anteil an einem Öltanker Panama. Das muss man sich mal vorstellen. Die war im Hausfeuer. Als das Schiff neulich mal in Hamburg im Hafen lag, ja, da ist der instinktiv mit Putz einmal hingefahren, um mal durch alle Ecken zu bestellen. Ich meine, die Frau hat noch ein Verhältnis zum Eigentum. Die sieht den Dreck und macht den weg. Ja. Aber gut, ich will nicht alle Banker über einen Leisten scheren. Ich meine, es gibt auch noch anständige Banker. Ich weiß von einem Banker, den Frank Weber, den werden Sie nicht kennen, aber ich werde von Ihnen erzählen. Das ist ein so anständiger Kerl, der arbeitet bei einer kleinen Bank, kann ich den Namen nicht nennen, Raiffeisenrichtung, ja. Und der ist hochanständig und er ist unsterblich verliebt in eine Kollegin, ja. Aber er traut sich nicht und weil er sich nicht traut, jetzt halte ich fest, weil er sich nicht traut, klaut er Geld bei der Bank in der Arbeit, um ihr zu imponieren. Natürlich traut ihm das keiner zu und selbstverständlich hat er ein schlechtes Gewissen. Ich musste mit jemand reden, aber mit wem? Ich sah mich um. Plötzlich eine Kirche. Beichten. Ich könnte beichten. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der noch weiß, was das ist, beichten. Beichten, das ist sowas wie Barbarasalisch ohne Publikum. Ich habe mich also umgeschaut, ob mich keiner sieht und mich dann ganz vorsichtig in die Kirche gestiegen. Dann erst mal am Beichtstuhl vorbei. Unauffällig, ungefähr so, wie sich Männer einem Sexshop nähern. Und dann ganz schnell rein, vor und zu, niedergekniet und schweigen. Und auf einmal das Gefühl, ich muss jetzt was sagen. Aber was? Guten Tag? Was habe ich denn als Kind immer gesagt? Wissen Sie, ich war als Kind immer schrecklich nervös. In den 50ern und 60ern, da war ja Beichten für uns Kinder das, was heute S-Bahn-Surfen ist.
Der ultimative Adrenalinkick. Und ich hatte als Kind nie meine Sünden parat. Ging das nicht auch so? Ja, ich musste als Kind meine Sünden nie. Aber man musste doch was sagen. Also habe ich immer was erfunden. Dass ich Karaulach vor Schienbein getreten hätte. Karaulach, unser Nachbar. Ich habe den nie vor Schienbein getreten. Aber ich habe das jedes Mal gebeichtet. Bestimmt 8 Mal. Wenn ich den heute treffe, kann ich dem 8 Mal ungestraft vor Schienbein treten. Plötzlich hörte ich die Stimme des Pfarrers. Mein Sohn, geht's heute noch mal los? Stellst mir deine Sünden gerade pantomimisch dar. Ja, du weißt nicht, wie man anfängt. Egal, sag einfach deine Sünden. Ja, Vater, ich habe eine Bank beraubt. Gut, mein Sohn. Und jetzt sag mir deine Sünden. Aber Moment, ich habe 10.000 Euro gestohlen. 10.000 Euro? Das nennst du Sünde? Chef im Himmel, seit über einem Jahr ist ja keiner mehr zum Beichten gekommen. Jetzt kommst du mit solchen Peanuts? Aber ich leide darunter. Ach, und wer fragt mich, worunter ich leide? Ich habe einen Schuss mal, wenn ich arbeite in der Bank. Na, Glück gehabt! Was will ich darum geben, in einer Bank zu arbeiten? Die Menschen kommen, wollen einen sprechen. Weißt du überhaupt, was das bedeutet, heute katholischer Pfarrer zu sein? Kein Hahn kriegt mehr nach uns. Ja, früher hatten die Menschen noch Respekt. Wenn man da durch die Stadt ging, da wurde man noch gegrüßt. Wenn ich heute mit meiner Sultanin durch die Stadt gehe, da rufen die Kinder, Mama, guck mal, die Tunte ist wie der Christopher Street Day. Was sind denn heute die moralischen Instanzen in Deutschland? Ja, früher war es der Papst und heute? Einsbach hat letztens noch eine Umfrage herausgebracht, wenn am nächsten Sonntag jüngstes Gericht wäre, da würden 50% der Deutschen gar nicht hingehen. Und in meiner Messe keine 15 Leute. Und alle über 90. Denen braucht man die Bibel nicht vorzulesen. Wir haben sie noch miterlebt. Und dann... Jetzt lass mich auch mal reden, wenn du schon mal bei mir beichtest. Dann immer dieses Argumentieren gegen die Kirche. Diese Anwürfe. Ja, früher, da war der Glaube noch fest verankert. Früher, da waren die Menschen noch wie 2 Goldfische im Glas. Wo der eine fragt, sag mal, glaubst du an Gott? Und der andere sagt, klar. Was glaubst du wohl, wie jeden Tag das Wasser lässt? Heute immer Diskussionen. Sagt ja zur Abtreibung, gestattet die Verhütung. Priester müssen heiraten. Wer andere verheiratet, muss wissen, wie das ist. Ja, Entschuldigung! Muss ein Bestatter tot sein? Eine große Institution kann nicht einfach all ihre Grundprinzipien über Bord werfen. Also mal abgesehen von der SPD und den Grünen. Und den Evangelien, ja, die tun ja alles, um ein paar Gläubige in ihre Kirchen zu bringen. Die haben jetzt sogar schon eine Werbeagentur beauftragt, Slogans für Plakate zu entwickeln. Kirche, komm zu uns oder geh zum Teufel. Die haben früher Beat-Gottesdienste gemacht, jetzt machen sie Techno-Gottesdienste. Nur noch eine Frage der Zeit, wann die ihre ersten Hormone-Gottesdienst machen. Voll demokratisch. Bevor bei der Wandlung der Heilige Geist gerufen wird, fragt der Pfarrer die Gemeinde, wo du mein Roller sind? Das sind wir eine Kirche oder sind wir RTL? Die Kirche ist Gott. Und Gott ist Gott. Und Mensch ist Mensch. So. Was ist mit dir? Du wolltest doch was weißen? Ja. Ich habe Karol vor Schienbein getreten. Schienbein treten. Die katholische Kirche hat es nun wirklich nicht leicht in diesen Zeiten. Aber auch wir, ich meine, uns werden ja auch ständig irgendwelche Knüppel zwischen beide geworfen. Ja? Wir wissen doch gar nicht mehr, befinden wir uns noch mitten in der Krise oder sind wir bereits im Abschwung des Aufschwungs? Die Menschen sind skeptisch geworden.
misstrauisch. Denn die politische Klasse geht mit unseren Steuergeldern um, wie es mit dem eigenen Geld die tun würde. Immer mehr Schulden, kein Geld. Wenn die Leute kein Geld mehr haben, sagt mein Friseur. Wenn die Leute kein Geld mehr haben, sagt mein Friseur, ja. Ja, beim Friseur sparst du doch als erstes. Früher ging man alle vier Wochen, jetzt nur noch einmal im Jahr. Schauen Sie doch um hier, sagt mein Friseur. Die Leute haben die Rezessionsreste nicht in den Köpfen, sie haben sie auf den Köpfen. Die Leute kaufen jetzt diese Haarschneidermaschinen von Lidl. Die gibt es ja gerade im Angebot. Ja, da setzt man sich eine Haube auf den Kopf, da wird der Staubsauger angeschlossen, der saugt die Haare nach oben, dann rotieren in der Haube zwei Messer und die schneiden die Haare einmal glatt ab. Danach sehen sie aus wie eine Mischung zwischen Wolfgang Thierse und Mireille Mathieu. Ja, Sie lachen, aber der Hinsichtsfeind scheint das regelmäßig zu machen. In der Krise konsumiert doch auch keiner mehr. Friseur, Möbel, Urlaubreisen können Sie vergessen. Ganz mal, ich kenne Leute, die bleiben die ganzen Ferien über zu Hause, kippen sich einen Sack Sand ins Badezimmer, legen sich mit dem Liegestuhl vor die Badewanne und rufen ihre Frau dann noch zu, Schatz, schwimm nicht so weit raus. Klamotten doch genauso und Düsseldorf auf der Kühe. Kennst du doch Armani Gucci? Also mich hat man da früher gar nicht reingelassen. Wenn ich da nur zwei Schritte bei Armani im Laden gestanden bin, da kam ja schon der Geschäftsführer und sagte, danke, aber wir haben schon eine Obdachlosenzeit. Die Deutschen kaufen nicht mehr bei Armani und Prada, die kaufen jetzt bei Aldi und Plü. Aldi und Plü. Da kriegen sie alles. Computer, Kleidung, Nahrung, Fahrräder. Bei Plus könnt ihr jetzt müssen sogar eine ganze Hochzeitsfeier kaufen. Überlegen Sie mal, für 1.999 Euro eine komplette Hochzeitsfeier. Da ziehen Braut und Bräutigam feierlich mit dem Hochzeitsmarsch in die Plus-Filiale ein. Und werden dann gemeinsam an der Kasse über den Scanner. Ja, 1.999 Euro. Mit 30 Gäste, mit Buffet, Getränken und Reis. Nicht? Und wenn der Bräutigam abends zu schlapp ist, übernimmt der Filialleiter sogar noch die Hochzeitsnacht. Meine damit kann der Einzelhandel, doch nicht mehr konkurrieren. Da seien die EU-Normen vor. Es gibt ja inzwischen vor allem in Europa, wo ich Normen für alles, ja, für den Krümmungsgrad von Bananen, für den Geruch von Erdnussbutter, sogar für Kondome. Ja, das ist die EU-Norm 460. Demnach muss das europäische Normalkondom eine Breite von 55 mm, ein Durchmesser von 33,1 mm. Einem Durchmesser. Jetzt im Schiff. Oder einen Umfang. Und einen Umfang von 104 mm haben. Und jetzt kommt so wie 16 Liter Luft fassen. 16 Liter Luft! Ja, was glauben ihr denn in Brüssel, was wir mit den Kondomen machen? Aufblasen und beim Kindergeburtstag als Gelande aufhängen? Wie können die überhaupt für ganz Europa verbindliche Normen und Größen für Kondomen festlegen? Mein Pan Herr Barroso und seine Eurokraten durch den ganzen Kontinent und messen? Da heißt es immer, ja, Europa, das ist eine große Idee. Okay. Der Kommunismus ist auch eine große Idee. Und, wo ist er geblieben? Mein Gott, nochmal. Europa kommt den deutschen Steuerzahler wirklich teuer zu stehen. Denn um auch weiterhin noch Exportweltmeister bleiben zu können, müssen wir halt Griechenland unterstützen, Irland unterstützen, den Spanien, dann Italien wahrscheinlich, alles in Euro. Da müssen wir Schuld am Euro, ne? Verrüsten. Sage ich ohne jede Färbe. Verrüsten. Ohne Euro keine Wiedervereinigung. Der Euro ist der Preis für die deutsche Einheit. Stellen Sie sich mal vor, Deutschland wiedervereinigt mit der D-Mark. Die Frau Thatcher hätte sich auch die Hosen gemacht. Also, der Euro ist der Preis. Und wenn die Ossis da drüben sich jetzt darüber aufregen, dann sage ich denen ganz locker, Kinder, ihr hättet ja auch mit dem Original zusammengehen können. Mit Amerika und nicht mit einem billigen Abzivil, zu dem wir schließlich mutiert sind. In Amerika ist ohnehin alles viel leichter. Schauen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel in Amerika eine Gaststätte eröffnen wollen, ja, dann schicken Sie einfach einen handgeschriebenen Zettel an den Sheriff. Möchte Restaurant eröffnen und mit vergammelten Hühnerabfällen und Sägemehl Frikadellen herstellen. Dann sagt er, oh great, eine neue McDonalds-Filiale, die ist nicht. Bei uns müssen wir beim Handelsregister anmelden, bei der Agentur bei Arbeit, beim Finanzamt, bei der Knappschaft, bei der Berufsgenossenschaft, bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung, bei der Rentenversicherung, bei der Arbeitslosenversicherung, bei der IHK und beim Gewerbeaufsichtsamt. Mein Gott, das dauert so lange. Die meisten Unternehmen in Deutschland gehen noch nicht durch Konkurs ein, sondern weil der Gründer im Laufe der Beantragung an Altersschwäche stirbt. Unser Leben wird doch immer komplizierter.
Schauen Sie, um in der globalen Welt zu bestehen, brauchen wir ja hoch ausgebildete Leute. Elite-Studenten, Hightech-Fachleute. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir hier in Deutschland immer noch so viele Arbeitslose haben. Und diejenigen sagen, wieso, die Arbeitslosenzahlen gehen noch zurück? Ja, wir lernen uns ja fast der Vollbeschäftigung. Hallo, die Frau, die für einen Huni in der Woche ja, die Parkbänke abwischt, die fliegt natürlich aus der Statistik. Oder diejenigen, den kennen Sie inzwischen auch, der in Fußgängerzonen ganz bestimmte öffentliche Papierkörbe immer wieder neu durchwühlt und da etwas rausfischt, der geht wahrscheinlich einer geregelten Arbeit nach. So können Sie nämlich jede Statistik frisieren. Also, wer ist in Deutschland vor allem arbeitslos? Das sind die schlecht Ausgebildeten. Oder die, die einfach ein bisschen doof sind. Ich weiß, bei diesem Satz manche in Deutschland etwas stutzen, aber machen Sie es los. Es gibt Leute, die sind einfach nicht schwer vom KP. Und die fallen in dieser globalisierten Welt einfach unter den Tisch. Das war früher anders. Neben uns zu Hause wohnte Hans-Jürgen Junkers, Hallyu abgekürzt. Und Hallyu war definitiv so doof wie ein Brett. Also, in der Schule immer der Pummelletzte, immer der Turnbeutelvergesser. Nur in Reli mit einer besseren Note. Aber, fünf, aber... Herr Juju hatte einen Job. Ja, der hat jeden Tag für den Metzger Aufschnitt ausgefahren. Der war nett, der bekam vernünftiges Trinkgeld, vernünftiges Geld. Da war es dann noch egal, dass die Fleischwurst einen höheren Hirnwert hatte als er. Später ist er dann noch sogar in die Metzgerei eingestiegen, hat ein Mädchen geheiratet, das beim Autoscooter die dicksten Kaugummiblasen gemacht hat. Und der konnte prima leben. Ja, da gab es einfach noch sinnvolle Jobs für Leute mit weniger Fähigkeiten. Milchmann, Limomann, Tankwart. Warum gibt es keinen Service mehr? Warum gibt es keine Brötchenausfahrer mehr? Warum gibt es keine ausgebildeten Kellner mehr? Sondern nur noch gepierste Studentinnen, die an der Theke quatschen und vor der Tür rauchen, wenn das ganze Lokal winkt, hallo, wir verdurften. Liegt daran, weil niemand mehr für diese Jobs bezahlen will. Und die nächsthöher qualifizierten Berufe werden immer komplizierter. Schauen Sie, wenn man früher nicht allerschlauste war, da konnten wir auch immer sagen, okay, da mache ich eben eine Ausbildung zum Klempner. Da gab es drei Schrauben, vier Muffen und acht Dichtungen. Wenn man die so zusammenbauen konnte, dass die Scheiße nicht in die Geschirrspüle gelaufen ist, war man Meister. Als Klempner heute alles wisst, Wasseraufbereitungssysteme auf Ionenaustauscher, Erdwärmepumpsysteme, Computer-Heizungsanlagen mit 20 GB Festplatten. Mein Gott, die meisten Heizungen sind heute intelligent als ihre Besitzer. Bei den Autos doch genauso. Früher konnte im Grunde jeder Depp Mechaniker werden. Ja? Heute sind die Dinger voller Computer, Elektronik, Navigationssysteme. Ja? Die haben inzwischen schon einen solchen Durchblick. Ja? Wenn ich zum Beispiel in mein Navi eingebe, ja, ich bin nach Rotmeier, dann reicht mir nicht die Strecke aus. Der sagt, bist du bekloppt, was wissen da? Nicht mehr mit. 25% unserer Lehrlinge brechen ihre Ausbildung ab, weil der Stoff zu kompliziert ist. Viele scheitern auch schon sprachlich. Die Handwerker muss dann jedes Jahr, die Lehrlinge können kein Deutsch, die können nicht mal eine Rechnung schreiben. Deswegen fragen die auch immer, brauchen Sie unbedingt eine Rechnung? Die Schwarzarbeit, die finden in der Firma noch keine Schreiben. Dabei, mein Ehrlich, ich frage mich immer, ob unser Problem wirklich ist, dass unsere Lehrlinge schlecht in Recht schreiben müssen. Darüber regst du eigentlich nur Erbsenzähne auf oder über falsche Grammatik oder zu viel englische Wörter im Deutschen. Schauen Sie, die Muslime verteidigen immer ihre islamische Kultur. Mit der gleichen Werf verteidigen wir uns Studienrecht und Zeitleser die deutsche Sprache. Was ja kein englisches Wort sie bedeutet. Zu allen Zeiten gab es Fremdwörter in der deutschen Sprache. Im 17. Jahrhundert war Französisch unsere Modesprache. Da bekamen wir so Wörter wie Möbel, Stuck, Balkon, Terrasse, Sofa. Ohne diese französischen Lehnwörter hätten unsere Bildungsbürger, die sich heute über Fremdwörter aufregen, gar keine Begriffe, um ihre Alpenwohnung zu beschreiben. Was unsere ganze Sprache besteht aus Fremdwörtern. Nehmen Sie doch zum Beispiel nur mal Schillers Glocke. Ja. Ja, ganz auswendig.
Hier der Male zusammen. Mal sehen, was wir kulturell zu tun haben. Wir nehmen den Saal an dieser Stelle. Linke Hälfte, rechte Hälfte. Linke Hälfte fängt an. Bitte nachsprechen. Nicht vor- oder mitsprechen, sondern nachsprechen. Sonst kommen wir nie durch. Also, festgemauert in der Erde. Festgemauert in der Erde. Ich die Form aus Leben gebracht. Ich die Form aus Leben gebracht. Heute muss die Glocke werden. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellensei zu Hand. Frischgesellensei zu Hand. Von der Stirne heiß. Von der Stirne heiß. Lippen muss der Schweiß. Und soll das gerade den Meister loben? Bravo! Ein Höhepunkt! Ein Höhepunkt der deutschen Sprache. Aber was? Was ist daran deutsch? Fest ist zum Beispiel kein deutsches Wort, sondern kommt aus dem Lateinischen Murus. Fissus, gemauert von Murus. Ehre geht auf das griechische Ära zurück. Steht von Lateinisch stare, von forma, lebt von limus. Heute von Lateinisch votie, Glocke kommt aus dem keltischen Glock. Werden von Wärtere, stimmt von Sternere, Rinnen von Ribus. Meister von Lateinisch Magister, Segen von Signare und oben von Superus. So, was würde jetzt passieren, wenn man all diese ausländischen Wörter doch durch original echte urdeutsche Wörter ersetzt? Wer kennt zum Beispiel ein urdeutsches Wort für fest? Beinecht! Wiederhole, Beinecht, das gibt's wirklich im Grimms Wörterbuch. Genauso wie Bollwerken, das urdeutsche Wort für Mauer. Oder statt Erde kann man auch sagen, die Klupf, das wunderbare alte rein deutsche Wort Klupf. Wie, das kennen Sie nicht? Mein Gott, was für eine kulturelle Verarmung hier in Freckenhorst. Die Notmar wussten das. Statt Stehen kann man auch Pappen sagen, statt Form Klumpen. Verlegen gibt es das herrliche deutsche Wort Knauder. Nicht so rechts wie Kaude. Das ist was anderes. Lehm hat mehr Profil. Heute, Dienstag, statt Glocke kann man auch die Pimpel sagen. Das ist ein altes deutsches Wort. Die Pimpel, die man mit dem Lümpel pimpern. Heißt ursprünglich läuten. Was sagen Sie denn? Man pimpert ein Pimpel, um mit dieser Pimpelung einen Plümpel aus der Schnupfe zu blechen. Und zwar Schnups. Schnups steht hier für hurtig, schnell, frisch. Statt Stirne kann man auch Schädelbein sagen, statt Rinnen Schülpen, statt Schweiß Lake. Für Meister gibt es das urdeutsche Wort Sachverständiger. Für Segen das Wort Schutzmittel und für oben, Sie sehen's, da gibt es gar kein richtiges deutsches Wort. Wenn man jetzt all dies einsetzt, dann wäre die deutsche Sprache endlich so, wie es die deutschen Rotweintrinker und Strickjackenträger wünschen. Deutsch in seiner ganzen Schönheit. Bein echt gebollwerkt in der Klumpe. Papp der Klumpen aus Knauter gepannt. Dienstag soll die Pimpel buhlen. Schlupfgesellen sei zur Hand. Vom Schädelbeine heiß. Schülpen soll die Lage. Hat das Werk den Sachverständigen für gut befunden, kommt das Schutzmittel von. Da jedenfalls nicht von unten. Erinnert sich noch, meine Damen und Herren, wie Barack Obama seinerzeit in Berlin stand, hinter ihm die Siegessäule, vor ihm das jubelnde deutsche Volk, yes, we can, als ob es auf Klassenfahrt gehen würde. Gut, wenn man damals in die Gesichter dieser jungen Jubelmengen geschaut hat, da war natürlich noch keiner bei der Musterung. Aber er hat uns damals schon gebrieft, nicht? Der Kampf der Kulturen geht weiter. Nicht nur im Irak, nicht nur in Afghanistan, nein, auch in Pakistan. Demnächst womöglich auch noch in Ägypten. Der Kampf der Kulturen geht weiter. Obwohl wir hier in Deutschland ja dazu überhaupt nicht in der Lage sind. Mein Gott, in den radikal-islamischen Ländern haben Millionen junger Männer sportlich, aktiv, aggressiv. Aber wir werden immer älter. Wenn hier rufen, wir ziehen in den Heiligen Krieg, dann rufen tausend junge Männer, wir sind dabei.
Uns 2 Millionen Rentner wie auch. Aber wie kriegen wir unsere Fernsehsessel an die Front? Ja, bei denen sind die Alten doch ganz von der Großfamilie abhängig, wenn die Simse lieber noch stürzt, ist Feierabend. Aber hier bei uns stirbt heute keiner mehr. Im Mittelalter war das bei uns auch so. Da gab es keine Rente. Da arbeitete man sein Leben lang. Und schrittweise kommen wir da auch wieder hin. Im ersten Schritt gibt es Rente mit 67, dann mit 78 und am Ende mit 99. Das ist auch gut so, wie uns dieser Erfahrungsbericht hier zeigt, der anonym an die Deutsche Rentenanstalt geschickt wurde. 1 Jahr Rentner. 11. Mai. Es ist geschafft. Mein letzter Arbeitstag. Ich bin endlich Rentner. Jetzt geht mein Leben richtig los. Ich will einfach all das machen, woran mich diese verdammte Arbeit immer gehindert hat. 12. Mai. Ich stehe früh auf und weiß gar nicht, was ich zuerst tun soll. Der Rasen muss gemäht werden. Ich will die Dachrinne reparieren. Muss mal die Wasserhähne entkalken. Ich will ein Vogelhäuschen bauen. Und endlich mal Krieg und Frieden lesen. Ich treffe vor dem Haus meinen Nachbarn, der ist auch Rentner. Er läuft unrasiert im Jogginganzug rum. Sieht aus wie ihr Kachelmann nach 30 Tequila. Er schaut den ganzen Tag nachmittags Talkshows und verblüfft Kreuzworträtsel. Das wäre nichts für mich. Ich mähe erstmal den Rasen, reinige die Dachrinne und fange mit einem Vogelhäuschen an. Das Leben ist wunderbar. 17. Mai. Der Rasen ist gemäht, die Dachrinne gereinigt und das Vogelhäuschen ist fertig. Die Piepmätze kommen an und tirillieren fröhlich. Ich fahre zu Obi, besorge einen Kalker für die Wasserhähne. Obi ist voll mit Rentnern. Jeden Morgen trifft sich da das Krampfadergespann am Holz zu spät. Trübe Tassen. Fahre nach Hause und entkalke die Wasserhähne. 30. Mai, etwas länger geschlafen. Dann frühstücke ich und kontrolliere, ob die Wasserhähne nicht neuen Kalk angesetzt haben. Danach Rasen mähen und fahr zu Obi. Lasse mir Holz für ein weiteres Vogelhäuschen zu schneiden. Dann haben wir 2. Eins für die Vogelmenschen und eins für die Vogelmenschen. 19. Juni. Bis mittags ist da. Dann noch ein Vogelhäuschen für Behinderte gebaut. Rasen gedüngt. Dann bin ich schneller wachsen heute. Danach Tee mit meiner Frau. Ich kriege ihr Tipps für den Haushalt. Aber manchmal habe ich den Verdacht, ich nerve sie. Zum Beispiel, wenn wir im Garten zusammen Dart spielen. Nicht, dass wir uns streiten, aber warum klebt sie vor dem Werfen immer mein Foto auf die Dartscheibe? 28. Juni, will mal wieder mit einem anderen Menschen reden und gehe zum Arzt. Viele Rentner gehen zum Arzt, um mal zu quatschen. Ich habe mir Prostata-Beschwerden ausgedacht, aber er schickt mich nach Hause. Prostata würde bei Kassenpatienten in meinem Alter nie mehr behandelt. Rentner hätten Zeit zum Pinkeln. In der Juli. Da bis 2. Eine Rasenmähen, ein Vogelhäuschen waschen. Im Garten stehen jetzt 28 Stück. Als ich es aufstellen will, entdecke ich auf dem Rasen einen Brief. Die Vögel haben ihn geschrieben. Alter, hör auf mit den scheiß Vogelhäuschen. Wir sind satt. Und es ist uns von den anderen Tieren peinlich. Mein Nachbar bietet mir ein Kreuzworträtsel an. Schau mal rein. Russischer Fluss mit 7 Buchstaben. Russischer Fluss mit 7. Was denken sich der Idiot?
dass ich Zeit habe, mir im Atlas russische Flüsse mit 7 Punkten auszudrucken? Blöd, Mann. 1. August. Po. Es gibt insgesamt 1376 russische Flüsse mit 7 Buchstaben. Die bekanntesten sind Blelaya, Dniester, Irtych, Pripyat, Sakaria und Volkhov. Am Abend Krise mit meiner Frau. Unser erotisches Leben ist eingeschlafen. Was passiert vielen Rentnern? Meine Frau schlägt als Lösung vor, wir sollten mal Sex an ungewöhnlichen Orten probieren. 4. September. Wir haben die Seiten im Bett getauscht. Hilft auch nicht. Habe gelesen, 50% der Männer über 65 nehmen Viagra. 70% davon können sich allerdings nicht mehr erinnern, warum. Schaue jetzt mehr Nachmittagstalkshows. Heute ist das Thema, ich mach dich kalt, du blöde Sumse. Ein bisschen lehnt sich das ja thematisch auch an Krieg und Frieden an. 26. Oktober. Meine Frau meint, wir sollen etwas für unseren Körper tun. Wellness. Sobald man Rentner ist, soll alles nur noch Wellness sein. Man soll die Seele baumeln lassen. Warum? Wenn man älter wird, baumelt am Körper schon so viel, da muss die Seele nicht auch noch mitbaumeln. Meine Frau stellt mich zum Rentner-Yoga, zur Rentner-Sauna und zum Pilates. Pilates. Das war für mich bislang der Typ, der Jesus gekreuzigt hat. 12. November. Beim Rentner-Yoga soll ich die Figur machen, das Gnu liegt in der Morgensonne. Die Figur der Arbeitnehmer betätigt die Stechuhr. Werde aus dem Kurs geworfen. 3. Januar. Ich habe mit dem Sport aufgehört. Nur den Jogginganzug trage ich noch ganz gerne. 1. Ende. Wenn der beste Freund eines Mannes eine Wurst mit Beinen ist, die Putze heißt. Es ist Zeit, für ihn abzutreten. Dackel wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in England gezüchtet. Ziel der Züchtung war es, eine Nackenrolle zu haben, die selbstständig in die Waschmaschine gehen kann. Ich schäme mich. Aber ich gehe mit ihm spazieren. Sitze dann im Wald auf einer Bank. Mein Blick fällt auf die Ameisen am Boden. Die Arbeiten von Arbeiten. Von denen sagt keiner, ich bin in Rente und mache jetzt Pilates. 12. Februar. Bin nachts nicht müde. Wovon auch? Stehe deshalb auf, setze mich ins Auto und fahre durch die nächtige Stadt.
Ich lande bei meiner alten Firma, steige aus und streichle das Gebäude. Auf der Rückfahrt sehe ich, wie an einer Landstraße Türken auf dem illegalen Arbeitsstrich rumstehen und warten, dass sie zur Schwarzarbeit abgeholt werden. Traurig sowas! 3. März. Habe mich dunkel geschminkt, mir einen Schnäuzer angeklebt und reihe mich unter die Türken an der Straße. Serhat Mehmet Ügür Öcalan. Im Auto stellt sich raus, die heißen eigentlich Franz Theo Günther und Helmut. Am Nachmittag Arbeit auf einer Baustelle. Ich war lange nicht so glücklich. 12. April fahre jetzt jeden Morgen mit den anderen Rentnern auf die Baustelle. Nachmittags sitzen wir zusammen, überlegen, was wir noch machen könnten. Wir wollen eine Firma gründen, einen Konzern erschaffen. Wir wollen ackern und malochen. Auch mit 65 kann man noch viel bewegen. Eine Geschäftsidee für unseren Konzern haben wir auch schon. Vogelhäuschen. Ja, bevor wir nun in die Pause gehen, möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir neulich jemand zugesteckt hat und die ich einfach so umwerfen fand, dass ich sie nicht vorenthalten möchte. Ich hoffe, ich habe sie jetzt dabei. Jawohl, ich habe sie hier. Entschuldigen Sie bitte. Und zwar einen Verbesserungsvorschlag an den lieben Gott, den können Sie dann in der Pause diskutieren. Eigentlich sollte das Leben mit dem Tod beginnen. Stell dir vor, du liegst in der Erde, dann gräbst du dich dem Licht entgegen an den entsetzten Erben vorbei, ab ins Altersheim, wo es dir von Monat zu Monat besser geht, bis du rausgeschmissen wirst. Du kaufst dir eine Immobilie von deiner fetten Rente, spielst Golf und reist um die Welt, bis das Arbeitsleben beginnt. Nun kommt doch mal Geld ins Haus, bis du das Alter für die Uni erreicht hast. Mit deinem Geld kannst du jetzt das Studentenleben so richtig ins Haus und raus genießen, Drogen, viele Liebschaften, bis dir der Kopf brummt und es langsam Zeit für die Schule wird. In der Schule wirst du von Jahr zu Jahr immer blöder, bis du mit einer riesigen Tüte voller Süßigkeit in die Vorschulzeit entlassen wirst. Dann spielst du noch eine Weile im Sandkasten herum und wirst in den Armen deiner Mutter verwöhnt, bis du 9 Monate lang in einer immer enger werdenden Gebärmutter herumkrebelst und du endlich dein Leben in einem geilen Orgasmus beendest. Na, das ist doch.